Der Bundessicherheitsrat der Bundesregierung soll entschieden haben, der Waffenstopp an Saudi-Arabien würde weiter gelten. Diese Meldung ist schlichtweg falsch und eine Irreführung der Öffentlichkeit. Fakt ist, dass die Bundesregierung entschieden hat, dass Frankreich und Großbritannien in den Gemeinschaftsproduktionen, wie beispielsweise den Kampfflugzeugen Tornados, Eurofighters oder aber auch dem Tankflugzeug MRRT, was essentiell ist für diesen mörderischen Bombenkrieg der Kriegsallianz, angeführt durch Saudi-Arabien im Jemen, dass diese Produkte weiter gebaut und auch ausgeliefert werden können an Saudi-Arabien. Ich finde diese Entscheidung einfach skandalös von der Bundesregierung. Die einzige Bedingung, die sie nämlich stellen, ist, dass Saudi-Arabien erklären soll, dass diese Waffen nicht benutzt werden im Krieg gegen den Jemen. Dabei weiß die Bundesregierung allerdings, dass Saudi-Arabien die Tornados und auch die Eurofighter bereits jetzt eingesetzt hat im Krieg gegen den Jemen, obwohl Saudi-Arabien erklärte in der Endverbleibserklärung, dass sie das nicht machen werden. Das heißt, diese Bedingung ist völlig lächerlich, zu glauben, man könne den Saudis vertrauen in dieser Sache. Die Entscheidung des Bundessicherheitsrats muss korrigiert werden. Es darf keine Rüstungsdeals mit den Diktaturen Saudi-Arabien und auch den Vereinigten Arabischen Emiraten geben. Es darf auch keine Beihilfe zum Morden im Jemen mehr geben. Wer sich nicht mitschuldig machen möchte an den Kriegstoten im Jemen und an den hungernden Kindern, der darf keine Rüstungsprodukte weiter verkaufen und liefern an die Saudis oder an die Vereinigten Arabischen Emirate.